Gökçe Jurdakul ist Georg-Simmel-Professorin mit dem Schwerpunkt Soziale Konflikte am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität. Promoviert wurde die gebürtige Istanbulerin an der Universität Toronto in Kanada. Für das Wissenschaftsinstitut für soziale Entwicklung der Vereinten Nationen hat sie einen Bericht über Ehrenmorde aus transatlantischer Perspektive geschrieben. Das Thema ist international so bedeutsam, dass Gökçe Jurdakul nun ein Buch darüber plant. Also dieses Buch hat eine interessante Geschichte. Das fängt an mit dem 2005, wenn Hatun Sürücü war ermordet in einer Bushaltestelle von ihren drei Brüdern. Ich habe die Zeitungen verfolgt und ich habe gesehen, die Debatte über Gewalt gegen Frauen war zusammen mit Integration und Migrationspolitik in Deutschland. Also das habe ich bemerkt und ich habe mich bewundert, warum ist es so entwickelt. Ich glaube, dass die türkische Kultur in Deutschland ist ganz anders als in der Türkei. Das ist eine Kultur, das ist hier entwickelt. Also das ist eine Gesellschaft, das gehört zu Deutschland, das ist ein Produkt von Deutschland. Sie fühlen sich Fremde auch in der Türkei. Also sie fühlen sich nicht integriert in der Türkei, entweder in Deutschland. Also das ist, diese Kreuzberger Kultur oder Neukölln und so, sie sind ein Teil von Berlin, ein Teil von Deutschland. Zum Beispiel, man sagt nicht, ich bin Deutsche, aber man sagt, also ich bin Kreuzberger. Also die Regional, oder sie sagen, ich bin Berliner. Also die Staaten, die Länder sind mehr wichtig als die nationale Identität. Es gibt so viel Entwicklungen im Länderebene. Also wir sehen lokale Organisationen macht so viel im lokale Ebene und ich würde vorschlagen, dass diese lokale Entwicklungen und Protesten oder die Sozialpolitik kann ein bisschen reflektiert in die Politik in der Bundesebene. Also ich glaube, das wäre interessant oder effizient, wenn die Bundesebene kann zusammenarbeiten mit den lokalen Organisationen. Mein Ziel ist es, eine inklusive Gesellschaft zu haben, eine egalitäre Gesellschaft zu haben, dass alle hat Möglichkeiten, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, ihrem Glauben, ihrem Gender, um die Gesellschaft zu partizipieren. Also das ist mein Ziel in meinen Forschungsthemen und in meinen Büchern und meinen Aufsätzen. Das wünsche ich mich, das können wir realisieren in Deutschland.